Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um den Charakter Mokujin aus der Tekken-Serie. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann kommt man an Tekken 5 nicht vorbei. Und zwar ist es das 1 gegen 1 Kampfspiel, was man kennt. Auch wenn es viele verschiedene Charaktere gibt, die einem besser im Gehirn bleiben, hat mich Mokujin irgendwie schon immer fasziniert. Also im Groben gesagt, ist es ein 2000 Jahre alter Baum, der zu einem Menschen geschnitzt wurde und von einem Geist besessen wurde. Und am Ende des Spiels habt ihr den Geist befreit. Gespoilert. Genug zum Spiel, jetzt zu der Umsetzung. Und zwar habe ich damit angefangen, dass ich zuerst die Prosthetic gemacht habe. Und zwar hat er eine spezielle Nase. Ich habe die jetzt viel größer gemacht, weil irgendwie muss ich ja meine Nase verstecken. Und bevor ich da irgendwie gebastelt habe, habe ich mir einfach eine Klopapierrolle geschnappt und diese zurechtgeschnitten. Auf dem Facecast habe ich eine grobe Schicht Latex aufgetragen und dann die Papierrolle angepasst, die sozusagen mit Latex so umformt, dass ich sie an meine Nase befestigen konnte. Hat es gerade Sinn gemacht? Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Zugemacht habe ich die einfach mit einem Kreis, den ich ausgeschnitten habe, und das habe ich einfach mit Heißkleber zusammengeklebt. Ich hatte ein bisschen Zeitdruck, deswegen habe ich das off-camera angemalt, und zwar habe ich da einfach Acrylfarbe genommen, viele verschiedene Brauntöne und das so ein bisschen gestrichen, damit es nach Baumform aussieht. Falls ihr wissen wollt, wie ich die Blätter gemacht habe, dann müsst ihr mein Kamalas-Video sehen, denn ich habe es off-camera gemacht nach dem gleichen Prinzip. Schachschlägspieß, Aluminiumfolie, Malertape und dann mit Acrylfarbe angemalt. Die Blätter habe ich aus Papier ausgeschnitten, ein bisschen angemalt mit Acrylfarbe, damit sie dimensionaler aussehen, und mit Heißkleberpistole befestigt. Macht nicht den gleichen Fehler wie ich und nimmt einen Haarreifen. Da es sich bei diesem Look mal wieder um so ein Illusions-Make-up handelt, wollte ich mit dem Hintergrund verschmelzen, deswegen hatte ich schwarze Kleidung an und den restlichen Körper schwarz angemalt und Haare zurückgegelt. Dazu habe ich die Wasserfarben von DM genommen aus der Palette für 6,95 €. Die habe ich im vorletzten Video vorgestellt. Ansonsten habe ich mit den Augen angefangen, weil die ja ein bisschen leuchten, und dazu habe ich erstmal von Catrice einen Lippenstift genommen und erstmal grob den roten Ring vorgezeichnet. Mit einer Blenderpinsel habe ich den schon mal ein bisschen ausgeblendet. In die Mitte packe ich das Gelb aus der Rival de Loup Palette, weil es eine Cremefarbe ist und eine schöne Base für Lidschatten setzt. Das Ganze habe ich mit Lidschatten gesettet, und zwar arbeite ich hier mit Lidschatten von Kiko Milani und NYX, und da habe ich mich einfach an diese Verlaufsform gehalten und ein bisschen Orange, ein bisschen Rot, ein bisschen Gelb benutzt. Als nächstes müssen wir die Rolle befestigen, und zwar habt ihr gesehen, dass meine Nase so schön geleuchtet hat, und zwar habe ich schon eine Schicht Latex aufgetragen und die trocknen lassen. Genau das gleiche mit der Prosthetic, weil Latex auf Latex klebt am besten, wenn beide getrocknet sind. Kommen wir nun zu der Holztextur, und zwar habe ich da sehr viele verschiedene Brauntöne verwendet und die immer so verwischt, damit es wie Holz aussieht. Dafür habe ich von Manhattan den Gel Eyeliner in Braun benutzt und die Rival de Loup Palette, weil die ja Contouring Shades hatte, und es meiner Meinung nach sogar sehr gut gepasst hat. Als ich relativ zufrieden war, habe ich den Schein mit einem Lidschatten weggenommen. Und zwar habe ich erstmal von P2 einen Braun genommen zum Setten. Und mit dem Orange und Gelb von Kiko Milani habe ich nochmal ein bisschen Wärme zurückgebracht und auch mal wieder ein bisschen Schein weggenommen. Dann habe ich noch ein bisschen weiße Highlights gesetzt mit dem NYX Eyeliner. Ansonsten war das der fertige Look, deswegen könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Video gefallen hat, oder es einfach in die Kommentare schreiben. Jetzt habt ihr Zeit, meinen Kanal zu abonnieren, und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!